Fährst du eigentlich mit eigenem Jet oder mit einem von deinen 11 Autos, wenn du dir Filmpremieren anguckst? Unterschiedlich. Unterschiedlich, also je nachdem, wie weit es ist, für kurze Strecken mit dem Heli, für längere Strecken einfach mit dem Flieger. Ja. Oder sonst auch privat mit dem Auto. Und eine ganz große Premiere gab es ja vor anderthalb Wochen von unserem Gast, Atze Schröder. Sprich es bitte korrekt aus. Atze Schröder. Atze Schröder. Und nicht zu verwechseln mit Helge Schneider. Ne? Und wir haben ja hier ein neues Society-Magazin auf der ARD. Brillant, das VIP-Magazin. Sag mal, entschuldige, ganz kurz, sagt man auf der ARD? Auf der ARD. Sagt man nicht bei uns im Ersten? Nee, ich sag auf der ARD. Auf der ARD. So ist der Umgangssprache. Muss ich immer sagen, auch. Ganz großes Kompliment, das ist privat, du willst nicht, dass ich drüber rede, aber er ist wirklich auf den letzten Drücker hier heute zu unserer Sendung gekommen, ganz Nachmittag seine Oma besucht. Tolle Sache. Ja. Muss man auch mal sagen. Ja. Wird immer nur alles runtergemacht und so. Wirklich. Fein. Ja. Das ist ja halt so, das ist ja... Was kommt raus, wenn ein Atheist und ein Zeuge Jehovas ein Kind bekommen? Wenn, wie? Wenn ein Atheist und ein Zeuge Jehovas ein Kind bekommen, was kommt dabei raus? Einer, der sinnlos an der Tür klingelt? Ja, richtig. Funktioniert der Witz eigentlich mit allen Religionsgemeinschaften? Kommt drauf an. Ja. Auf Tour schon. Hier, schwierig. Auf Tour, ja, im Saal. Aber entschuldige, ich hatte dich unterbrochen. Ist gar kein Problem, gerne, dafür bist du ja da. Und wie schon gesagt, unser Promi-Magazin Brillant kam so gut an, dass Alexander von Steifenrein auch auf dieser Premiere gewesen ist, um wirklich knallhart als Society-Reporter nachzufragen. Gestatten, Alexander van Steifenrein. Knallharter Society-Reporter. Ich erschaffe Promis. Ich atme Glamour. Wo ich bin, kommen sie gar nicht rein. Also schön, hier kennt man ja keine hier. Aber wir haben festgestellt, dass ein neuer Trend, dass er jede Pfeife über einen roten Teppich läuft. Jede Pfeife? Ja. Das kann schon sein, ja. Dann können Sie auch durch den Teppich. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Ja, ja. Geil, Toller. Peter. Wird nirgendwo abgedruckt, das Foto. Nirgendwo. Der Arm vom Lichter war am Arsch. Also kaputt. Hallo. Nena, es ist ja schon ein bisschen länger her, dass du am letzten nicht gehabt hast. Manche Leute haben ja teilweise das Problem, dass sie mit dem Lippenstift den nicht richtig irgendwie um den Mund zeichnen können, aber bei Ihnen ist das ja top gelungen heute. Ja, das ist Übung. Hallo, hallo. Viele kennen ihn natürlich von der ARD, Matthias Riechling. Heute hier bei uns. Können Sie ganz kurz mal die Paraderolle, den Stoiber mal kurz machen? Einen schönen Abend noch. Dankeschön. Den hat er gar nicht so schlecht gemacht. Super! Nova, du wurdest ja eben gerade angelogen wegen eines Kleides. So toll sieht er nun wirklich nicht aus. Du, das muss dir ja auch nicht gefallen, obwohl wir beide denselben Farbgeschmack haben, ne? Lila, lila. Zeig mal, mach noch mal ein bisschen obenrum frei. Unangenehm, wenn ich so alte Säcke noch mit so jungen Frauen schmücken. Widerlich, widerlich. Sprechen Sie Deutsch? Ja. War es ein langer Flug von Thailand hierher? Brasilianerin. Brasilien. Hier, halt mal rauf, du. Jawohl. Jawohl, die Hose sitzt. Nee, Hände weg. Hand weg, jawohl, jawohl, jawohl. So ist gut. Die Tasche weg, die Tasche weg. Ja, so, so ist gut. Yvonne, jetzt hast du deinen aktuellen Freund vorgestellt. Wann kommt denn der neue? Ist er weg irgendwie, wirklich. Also das habe ich jetzt nicht gewollt. Hallo. Bist du Fan von Yvonne Katterfeld? Ja. Möchtest du mal näher rankommen? Ja, gerne. Na, komm, geh mal schön nah ran. Oh. Nee, mit Atze war, super, oder? Ja. Ich bin total aufgeregt. Ja? Ja. Wie findest du ihn? Aber auch sehr sympathisch, oder? Ja. Auch sympathisch ist ja dann meistens optisch nicht so der Knaller. Ich stehe mir auf was anderes. Verstehst du auf was denn? Auf
Emos, Gossigs. Was bitte? Was? Auf Emos und Gossigs. Emos. Hey, komm, also so kannst du irgendwie, komm, geh mal wieder hinter die Absperrung. Ich muss Schauspielerin werden und ich möchte, dass du mir hilfst, wenn du kannst. Hier ist meine Handynummer, ich weiß, es ist nicht stilvoll. Was kannst du denn so? Ja, also ich bin Waldorfschülerin, ich bin sehr vielseitig. Komm einfach mal rüber von dir. Ich mach mal den sterbenden Baum. Den sterbenden Baum? Ja. Moment, da musst du leider... Halt das mal kurz. Oh je. Also wenn du wirklich groß rauskommen willst, ja, würdest du auch mit mir schlafen? Nein. Ich denke nicht. Du denkst es nicht? Ein Kaffee würde ich mit dir trinken noch. Also ein Anfang. Ja. Mal gucken. Mal anfassen. Also, sorry. Sorry, also da kommst du nicht weiter mit der Nummer. Ja, dann versuch's bei jemand anderem. Klar. Aber was sind Emos? Gothic? Gothic ist klar. Wir haben das gerade gehört, das Mädchen, die Fan von Yvonne Katterfeld war, sie steht mehr auf Emos und Gothics. Gothics ist klar, das sind diese Schwarzen. Meins. Verkleidet, schwarz angezogen. Das meinte ich. Ja, 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 ja. Schwarze Haare, dann so Alice Cooper-artig die Augen. Richtig. So, oder? Das ist. Aber was sind Emos? Emotions. Emotions, also es sind eher so Balladen. Was sind das? Leute, die Balladen singen, also emotionale Lieder. Ja, aber so. Wie sehen die denn aus? Ach, keine Ahnung. Machen die sich auch zurecht irgendwie? Offenbar. Emos, vielleicht weiß es unser heutiger Gast. Das oder? Wäre möglich. Er pendelt künstlerisch eigentlich zwischen Gothic und Emo. Richtig. Oder? Auch eine Spur Öko. Ja.